Hallo, ihr wunderbaren Widdergeborenen und Widder-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Liebeshoroskop im Februar 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Nach einem anstrengenden Januar beginnt der Februar mit mehr Leichtigkeit und Spaß. Für viele Widder stehen aber weiterhin große berufliche Entscheidungen in den Sternen. Falls ihr also eine persönliche Beratung braucht, erreicht ihr mich über meine Homepage oder direkt auf meinem Kundentelefon. Beides verlinke ich hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. In der Verlosung gibt es diesmal eines meiner Jahreshoroskop-Bücher zu gewinnen. Mehr dazu am Ende des Videos, also bleibt dran. Welche langfristigen Tendenzen bei euch und auch im Februar wirken, das habe ich im Jahreshoroskop Teil 1 ausführlich erklärt. Da könnt ihr dann gegebenenfalls nochmal reinschauen und das steht natürlich auch im Buch. Da findet ihr auch die Geburtstagskinder, die wichtige Aspekte direkt auf ihre Sonne empfangen. Bei den ganz langsamen Planeten ändert sich da im ganzen Jahr kaum etwas. Hier sind die Aspekte, die im Februar für euch wichtig werden. Die Spannung zu Saturn empfangen die Geburtstagskinder, die vom 24. bis 29. März Geburtstag haben, und Lilith fordert im Februar die Geburtstagskinder vom 29. März bis 3. April heraus. Und jetzt schauen wir uns eure aktuellen Konstellationen an. Der Januar war bestimmt für viele von euch sehr produktiv, aber auch sehr anstrengend. Und zwar auch auf der persönlichen Ebene mit all diesen Planeten im Steinbock in Spannung zu eurer Sonne. Jetzt mit der Sonne und der Venus im Wassermann beginnt ein Monat, in dem es wieder leichter und entspannter für euch läuft. Der Mars steht im Schützen und damit in einem sehr produktiven Aspekt zu eurer Sonne. Ihr habt Lust, Pläne zu machen und vielleicht auch zu verreisen, gerade auch wenn ihr gerne Wintersport macht. Diesen angenehmen und schwungvollen Aspekt empfängt bis zum 11. Februar die erste Dekade des Widderzeichens und danach für den Rest des Monats die zweite Dekade. Für eure Beziehungen kann weiterhin schwierig sein, dass die Lilith in Spannung zur Widdersonne steht. Das kann Probleme mit weiblichen Figuren anzeigen, vielleicht auch mit einer Chefin. Schaut euch dazu gegebenenfalls nochmal den Erlebnishintergrund im Jahreshoroskop an. Wundert euch jedenfalls nicht, wenn ihr da einen Konflikt habt. Freundschaften stehen aber unter guten Sternen für euch und ihr seid auch sehr kreativ, denn der aufsteigende Mondknoten steht in eurem fünften Haus der Lebensfreude und Kreativität. Ihr solltet besonders die ersten 10 Tage des Monats nutzen, um kreative Projekte anzuschieben. Auch privat ist das eine gute Zeit für die Liebe und für schöne Momente im Freundeskreis. Wenn ihr von Wassermann-Freunden zum Geburtstag eingeladen werdet, dann habt ihr ganz bestimmt viel Spaß. Der Aspekt von Mars sorgt außerdem dafür, dass ihr Schwung habt und wahrscheinlich auch sexuell sehr aktiv seid. Am Sonntag, den 4. Februar, habt ihr einen schönen Top-Tag. Da sind sehr prickelnde Begegnungen möglich. Aber nehmt es erstmal locker und geht nicht gleich zu stürmisch ran. Auch der Samstag, der 10. Februar, ist ein Top-Tag für euch. Und zwar besonders für die dritte Dekade liegt da viel prickelnde Flirt-Energie in der Luft. Ab dem 11. Februar zieht sich dann allerdings die Venus ein bisschen zurück, die geht in die Fische und in euer 12. Haus. Wenn ihr Planeten in den Fischen habt, wie das bei vielen Wiedergeborenen der Fall ist, dann werden die natürlich von der Venus schön aktiviert. Ansonsten gilt, dass ihr vielleicht lieber im Stillen genießt und wenn ihr euch für Spiritualität interessiert, ist das eine sehr schöne Zeit, um sich mit dem Thema zu beschäftigen. Die kritische Phase mit den Spannungen von Mars auf die Fischeplaneten, die betrifft euch natürlich auch. Die geht ja los am 14., denn ihr seid ja Widder und damit steht ihr in Resonanz mit dem, was der Mars macht. Es kann also gut sein, dass ihr vielleicht einen Partner habt, von dem ihr euch dazu verführt fühlt, eure guten Vorsätze über den Haufen zu werfen und Abmachungen, die ihr im Januar vereinbart hattet, doch nicht einzuhalten und das ärgert euch dann. Das kann euch besonders passieren, wenn euer Partner Fische, Schütze, Zwillinge oder Jungfrau ist. Wenn ihr eine gute, feste Beziehung habt, denke ich, wird es ein ganz entspannter Monat für euch, denn Glücksplanet Jupiter steht günstig für eure festen, verbindlichen Beziehungen. Allerdings müsst ihr in der ersten Monatshälfte darauf achten, dass ihr euch nicht mit einer gemeinsamen Anschaffung oder einem gemeinsamen Urlaub finanziell übernehmt. Die Spannung von Jupiter kann euch nämlich leichtsinnig machen und ihr habt vielleicht Lust zu zweit auf ein tolles Projekt, was dann doch teurer ist als gedacht. Da müsst ihr einfach ein bisschen nachrechnen, wenn es nötig ist.
Ein Top-Tag für euch ist der Neumond am Donnerstag, den 15. Februar, denn er findet in eurem Freundschaftszeichen Wassermann statt und in einem sehr günstigen Aspekt zur Widdersonne und außerdem zu Uranus, der ja in eurem Zeichen steht. Und diese Konstellation wird euch frische neue Energie schenken und für die Neumond-Meditation eignet sich das Thema Freundschaft und auch Netzwerk. Da können sich tolle neue Impulse für euch ergeben. Und ihr könnt ja darüber meditieren, wie eure Freundschaften in diesem Jahr aussehen sollen und durch welche guten Verbindungen mit interessanten Leuten ihr beruflich und persönlich vorankommen könnt. Am 18. Februar geht dann der Merkur und später auch die Sonne ins Zeichen Fische. Wenn ihr zu den sensiblen Widdern gehört, die Planeten in den Fischen haben, ist das wunderbar für zärtliche Momente hinter verschlossenen Türen. Und wenn ihr spirituell interessiert seid, beginnen nun 4 Wochen voller Inspirationen und Eingebungen. Für aktive, stürmische Widdertypen ist das ein bisschen schwieriger. Vieles erscheint auf einmal ungreifbar und unklar. Aber euch steht ja der Mars weiterhin mit viel Schwung zur Verfügung. Vielleicht solltet ihr es mal mit einer Bewegungsmeditation versuchen, wo man aktiv ist, aber gleichzeitig den Geist ruhig werden lässt. Und damit öffnet man sich dann für Eingebungen der inneren Stimme. Super ist diese Zeit für alle Wiedergeborenen, die eine Reise machen und dabei spirituell etwas lernen wollen. Der 28. Februar ist dann auch noch mal ein Top-Tag für euch, denn der Mond aktiviert eure Lebensfreude und Abenteuerlust. Und für Widder in fester Beziehung ist es ein schöner Tag für einen kuscheligen Rückzug zu zweit. Das waren eure Konstellationen im Februar. Wenn ihr euch für eine persönliche Beratung bei mir interessiert, schaut doch einfach auf meiner Homepage vorbei oder ruft auf meinem Kundentelefon an. Dann könnt ihr eure Wunschberatung bei mir buchen. Beides verlinke ich hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Mit meiner Webinarreihe Antonias Sterne geht es dann im März wieder weiter. Der nächste Termin ist am Freitag, den 9. März um 17 Uhr. Dann könnt ihr mir eine Frage zu eurem Horoskop stellen. In meiner Verlosung könnt ihr diesmal eine Ausgabe meines Jahreshoroskops als Buch gewinnen. Mit eurem Erlebnishintergrund zum Nachschlagen und allen wichtigen Daten und Zahlen des Jahres bis Dezember. Natürlich freue ich mich auch, wenn ihr euch das Buch kauft, denn dann habt ihr nicht nur ein schönes Buch mit den Tendenzen für das ganze Jahr, sondern ihr unterstützt damit auch meine Arbeit für die kostenlosen Horoskop-Videos. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir einfach einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch für euren Erlebnishintergrund auch nochmal Teil 1 eures Jahreshoroskops als Video an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und wichtige Informationen zu den Konstellationen gibt es auch in meinen Video-Specials. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.